So. Und da sieht man, das ist das Duftwasser, was die Viecher fernhält. So. Der Kompass kostet 68 Gold. Und wir haben die Uhr nicht gekriegt. Fällt mir gerade so auf. Wir müssen doch nochmal in das Haus des Jägerclans. Aber erst heilen. Und trainieren. Das ist, also sprich, Geld ausgeben. Das Geld, was wir jetzt gekriegt haben, auszugeben, ist wichtiger. So, einmal zur Heilerin. Ich würde sagen, ich beschleunige das jetzt auch nochmal. Ich stelle die Kampfposition jetzt tatsächlich so ein, dass Rainer hinten steht. Heißt natürlich auch, dass er einen Bogen in die Hand nimmt. Muss er jetzt die Pfeile tatsächlich in die andere Hand nehmen? Scheint so. Ja, das kann ich im Kampf dann auch machen. So. Aber jetzt einmal im Schnelldurchlauf zum Trainer und dann gucken wir weiter. Wir sehen uns also wieder, sobald ich außerhalb der Stadt bin. Ich bin nochmal in den Keller des Jägerclans gegangen, weil ich da ja eigentlich die Uhr herholen wollte. Bin nochmal rumgelaufen und hab nochmal jeden Stein umgedreht, also jeden Haufen von unserem Raumschiff untersucht. Und tatsächlich habe ich jetzt endlich die Uhr gefunden. Die kriegt jetzt Tom. Und zwar waren wir hier relativ am Anfang, war das. Sie hätten wir relativ früh finden können. Wir haben einfach, weil die so nah beieinander sind, durch das Billboarding und dadurch, dass man mit der Tastatur... Kann ich, wenn ich das Numpad? Nein. Dadurch, dass ich nicht weiß, wie man mit der Tastatur seitwärts läuft. Tatsächlich. Ja, hier kann ich jetzt, hier mit der Maus kann ich hier in diesem Bereich einfach nach links und rechts laufen. Das geht aber hier nicht, sondern hier sind die Pfeiltasten nämlich drehen. Und heutzutage ist man ja gewohnt, dass man mit der Maus schaut und mit WASD läuft. Und das heißt, links und rechts laufen heißt wirklich diese Bewegung, die in dem Spiel eigentlich sehr selten vorkommt. So, das heißt, jetzt können wir aus der Stadt raus und haben die Uhr. Die aktivieren wir noch eben. Aktivieren. Und jetzt sehen wir hier immer die aktuelle Uhrzeit. Es ist also schon, geht also schon wieder auf den Abend zu. Das heißt, wir sollten eben mal rasten bis zum Morgengrauen. Und jetzt haben wir kurz vor 8 oder halb 8. Und dann sieht man auch, wie schnell die Sekunden vergehen. Aber nicht in diesem Fenster. Nee, mit den Fackeln wollte ich nichts machen. Ich wollte den Schlüssel nehmen. So. Und wir haben Tom auch ein wenig trainiert. 2 Punkte Nahkampf. Dann war unser Geld leer. Ja, genau dahin sind wir auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg zum alten Formergebäude. So. Einfach nur, weil wir es können. Hier unten ist nochmal ein Gegner. Die nehmen wir immer noch... Ah, okay. Die respawnen also nicht schnell. Das ist der Gegner, der uns verfolgt hat und auf der Brücke angegriffen hat. Die respawnen also nicht so schnell. Ich hatte im Kopf, dass die recht schnell respawnen. So... Also jetzt nochmal, ich bin mir sicher, hat er gemeint, wir sollen den See in östliche Richtung umgehen, bis wir zu einer Straße kommen, der dann folgen. So, hier ist die kaputte Straße. Der dann folgen bis zu einer toten Abzweigung. Das wird das hier sein. Und da ist dann auch die Brücke, falls sie nicht im Meer versunken ist, im Fluss versunken ist. So.
So, und hier ist der Eingang. Hier hören wir auch schon den Gegner direkt. Und das ist ein weiterer Grundier. So, jetzt können wir mit der Party vorrücken. Den angreifen. Und wir verwenden erstmal, weil wir so schwach sind, den magischen... Ja, es ist... Ja, wir verwenden erstmal den magischen Ring. Die zwei. Aber man sieht direkt, ja, wir haben 11 Schaden gemacht. Wir haben hier leider keinen Kampflog. Ich hätte vielleicht doch... Ja, von meinem nächsten Geld kaufe ich Heiltränke. So. So, und Trier kann wieder trainieren. So. Das ist tatsächlich was, was jetzt hier öfter passiert, dass ich zurück muss, um Heiltränke zu kaufen. Hab ich gar nicht dran gedacht. Huch, was ist das denn? Ah ja, ich erinnere mich. Das ist ein augenförmiges Symbol. Diese Feldsymbole existieren schon seit sehr langer Zeit und findet sie an manchen Orten auf dem ganzen Planeten, aber niemand weiß etwas Genaueres über ihren Ursprung. Ich erinnere mich, was das war. So, zum Grinden bin ich übrigens immer einmal die ganze Insel abgelaufen. Ich gehe jetzt noch nicht rein, mache wieder einen Schnitt und gehe eben schnell zurück, verkaufe das Zeug, trainiere aber nicht, sondern kaufe Heiltränke. Und natürlich ist der Grundier hier vor dem Gebäude, vor dem Magiergildengebäude direkt respawned. 6 Heiltränke konnte ich kaufen, nachdem ich ein paar Sachen, die wir auch so hatten, schon verkauft habe. So, dann schauen wir mal, ob er jetzt angreifen kann. Nein, er muss die Munition tatsächlich in der Hand halten. Das ist schade. Dann kann aber auch er hier, wenn er jetzt hinten steht, die Defense haben mit 13 Punkten. So, und angreifen. So, das ist halt echt krass. Weil dieser Heiltrank bringt wirklich nicht viel. Der bringt so ein paar Pünktchen. So. So. Und ein Heiltränk kostet 4,5 Gold. 4,5 Gold und ich glaube, das beiden gibt zusammen irgendwie vielleicht einen Heiltrank oder so. Deswegen müssten wir hier relativ schnell durchkommen. Jetzt sollte Drier schon mal nicht mehr so nerven, weil wir tatsächlich jetzt drin sind. So, benutze die Fackel. Und diesmal nehmen wir die rechte Wand. So, wir wurden ja schon gewarnt, dass hier Kreaturen sind. Was ich tatsächlich jetzt suche, natürlich bei diesen Wänden ist immer, sind hier irgendwelche Stellen, wo ich die Wand entfernen kann. Also auf jeden Fall schon mal komische Geräusche. Sieht immer so aus, als wenn hier ein Gang wäre, dabei ist es einfach nur so eine Art Säule zwischen den Blöcken. Hier hängt ein strenger Geruch in der Luft. Das ist die Witterung von Raubtieren. Wir sollten vorsichtig sein. Und da kommen sie schon. Ein Grundier. So, und wir nehmen jetzt weiterhin erstmal den hier. Also merke, Grundier hat als ersten Angriff immer einen Critical scheinbar, weil er dann später nur weniger Schaden macht. 13. Dann kann man da noch hinterher noch. So. Der sollte mindestens 13 Lebenspunkte haben, damit er eben die auch abkriegen kann. So.
Das ist ein komisches Geräusch. Ist hier nicht rechts? Nee. Aber hier ist Gerümpel. Hier liegt Gerümpel. Oh, eine Metallkappe. Sehr schön. Ein Kurzschwert, das macht bestimmt mehr Damage. Jawohl. Damit können wir einen Stich, ein Stilett verkaufen und den kleinen Dolch können wir verkaufen, weil wir den großen Dolch später für Sira haben. Das hier ist quasi jetzt ihre Ausrüstung. Na, du musst mal hier unten den Messer. Und das hier können wir verkaufen alles. Na komm, so. So, das hier können wir alles verkaufen. Ist doch schon mal schön. Und Geld auch nochmal. Das war ein Heiltrank, den wir jetzt gefunden haben, quasi in Form von Geld. Was sind das für komische Büsche? Ein seltsam geformter Busch. Sobald Tria die Pflanze berührt, beginnt sie in allen Regenbogenfarben zu leuchten. Hm, interessant. Das Geräusch ist auch interessant. So, dann gehen wir hier mal durch. Ah, oh, toll. Eine ganze Horde von denen und ein Skrin 2. Ich habe Rainer extra nicht angreifen lassen, weil wenn die sich bewegen, dann kann der nichts mehr tun. Dann greift er in die Luft an, nämlich. Die machen an sich nicht sehr viel Schaden, aber haben 2 Angriffe pro Runde. So, der greift jetzt erstmal hier nochmal. Nein, ich glaube, du greifst einfach nur an. So. Ich weiß genau, der bewegt sich nämlich jetzt. Und jetzt wird der Skrin 2 hier hinlaufen, das heißt. Nein, der läuft dahin? Okay. Der will scheinbar auch Trier angreifen. Dann machen wir das so. Ja. Mit den vielen Angriffen ist das nämlich doof. Und da sind schon unsere Heiltränke weg. Aber wie gesagt, soweit ich mich erinnern kann, sind in den Dungeons die Gegner nicht respawning. Das heißt, wenn wir die jetzt bekämpft haben, können wir einfach uns zurückziehen und jetzt muss ich doch einen von denen nehmen. Jawohl, zurückziehen und heilen. Jawohl. So. Nein, das war falsch. Das war ein Stimdrink verschwendet. Der scheint übrigens immer 12 Punkte zu geben. Die anderen scheinen nämlich abhängig zu sein von dem Maximalwert, den man hat. Von daher sind die am Anfang gut und später nicht mehr so. Die kann man es auch verwenden. So. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich gehe zurück und gehe mich heilen. So. So, ich weiß, ich habe damals hier extrem viel Zeit verbraucht. Und war extrem angespannt und ängstlich. Mittlerweile ist es halt, ja gut, ist halt ein Dungeon. Aber ich war ja auch sehr jung, als ich das gespielt habe, von daher. Und wenn wir den Kompass haben, der wird durch hier auf der Seite angezeigt, sehen wir auch in der 3D-Ansicht immer, in welche Richtung wir gucken. Der wird also in der 3D-Ansicht eingeblendet und auf der Übersichtskarte erscheint über unserem Pinöpel ein kleiner Pfeil, der sagt, in welche Richtung wir gucken. Und das macht dann das Navigieren in den Dungeons viel einfacher, weil man einfach immer weiß, in welche Richtung man guckt. Und dann gibt es ein Item, das habe ich nie... Ich habe das Spiel durchgespielt, aber nicht ohne zu cheaten. Ich habe an irgendeiner Stelle habe ich gecheatet. Und ich weiß, du kannst über Cheats einen Gegenstand holen, von dem ich nicht weiß, wie man ihn kriegen kann. Und da werde ich wahrscheinlich mal in ein Wiki gucken, wo man das findet.
Weil das würde mich echt interessieren, weil ich muss das verpasst haben. Ich hatte nämlich Screenshots gesehen, wo an der Stelle, bevor ich angefangen habe, Cheats zu verwenden, die hergegangen sind und das hatten. Und das würde mich echt interessieren, weil das auch sehr praktisch ist. Ist auch ein Gegenstand, der sich hier so einblendet im Dings. So, dann wollen wir mal verkaufen. Also erstmal die zwei Fleisch. Die zwei Fleisch sind also jetzt ein Heiltrank. Und dann haben wir nochmal das. Jetzt sieht man, warum ich die Krondirs gejagt habe als Einkommensquelle. Weil die so ziemlich Geld bringen. Also so ein Krondir-Tree. Die zwei haben jetzt irgendwie 13 Gold gebracht oder so. Das ist in Heiltrinken dann schon einiges. Ich überlege gerade, ob ich Dietriche kaufen und die ausrauben soll. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Main Quest so weit, bis wir Syrah haben. Dann haben wir auch stärkere Kampfkraft und dann ist alles ein wenig entspannter. So, also einmal Richtung Magiergilde. Nein, das kommt jetzt immer wirklich, bis wir das gemacht haben. Ja, das machen wir auch. Wir wollen jetzt nur Heiltränke kaufen. Das ist das Einzige, was wir noch wollen. So. Und heilen natürlich. Also das ist, wenn ich hier bin, ist das natürlich, gehört dazu. So. So, und nochmal 7 Lebenspunkte hier. Und dann wollen wir gern Heiltränke kaufen. Und zwar, das Problem ist, die kosten 8. Dann nehme ich doch direkt die hier. Früher habe ich immer die grünen genommen. Jetzt nehme ich die hier, und zwar 3 Stück. Dann können wir direkt da nochmal einen grünen. So. Wie man sieht, hatte ich nämlich die zwei Seile verkauft. Die können wir später zurückkaufen. Wir müssen eh grinden, vor allem wegen Geld, um den Kompass zu kaufen später. So. Jetzt laufe ich im Dunkeln wieder zurück, weil innen drin wird es uns eh egal sein. Und dann speichere ich vor dem Laden auch nochmal. Vor dem Laden, vor dem ehemaligen Former-Gebäude natürlich. So, auch wenn man jetzt hier nicht viel sieht, das ist nicht schlimm. Wir kennen den Dschungel jetzt hier eh schon. Von daher können wir auch einfach hier durch. So. Und was ich eben gemacht hatte schon, natürlich können wir hier einfach, wir müssen der Straße nicht folgen, wir können hier einfach am Wasser entlang. Was übrigens passieren kann auf der Brücke, ist, dass genau das eine Planke einbricht und man ein paar Schadenspunkte nimmt. Hier sind sogar ein paar Pflanzen, die leuchten. Das sind Pilze, die leuchten. Okay, so. Dann machen wir nochmal Licht. So. Und wir gehen hier weiter, hier runter nach Süden. Da war ja dieses Geräusch auch. Und hier sind ein wurzelartiges Gebilde. Es ist zwar beweglich, macht aber keinen aggressiven Eindruck. Okay. Hier sieht man jetzt, hier sind Krondirs und die anderen Skrins waren das, glaube ich, zusammen in einer Gruppe. So, dann muss ich natürlich hier erstmal den Stufe 2 angreifen. So, die haben sehr schlechte Angriffswahrscheinlichkeit. So, du greifst den Großen an. Schau mal. Ah, der hätte den Ring verwenden sollen. Glücklicherweise hat er das nicht gemacht. Magischer Gegenstand, den Ring. Und ihr beiden greift jetzt auch den Dicken an. Den müssen wir zuerst loswerden.
So, ich glaube, der geht. Ja, genau, er kann den magischen Gegenstand nicht mehr finden, weil der keine Ladung mehr hat. Wir haben den leer gezaubert. Das heißt, die Frage, ob man den wieder aufladen kann. Ich habe das im Spiel nie geschafft. Ich gehe davon aus, dass es nicht geht. Aber ich kann da auch mal einen Wiki zu befragen. So. Da die jetzt relativ schlechte Angriffswerte haben. So. Und man hört sie immer noch schnauben, also mit immer noch Gegner schnauben, das heißt, es sind noch welche da. Hier ist ein verziertes Schwert, das ist zerbrochen. Das können wir tatsächlich verwenden. Wir müssen es nur reparieren. Und hier finden wir Dietriche und Wurfdolche. Die kann er haben. Und Geld. Sehr schön. So, dann wollte ich eigentlich noch speichern. Das machen wir mal jetzt. Gehen wir mal hier auf den ersten Spielstand, dass es immer schön alternierend ist. Dass wir zurück können, falls wir Mist bauen. So, dann nehmen wir das hier. So, und das ist nicht mehr da. Das war das. Also das vordere war das, was wir ausgeräumt haben. Sehr schön. Dann gucken wir hier. Ist hier irgendwas kaputt? Kaputt im Sinne von, können wir hier irgendwo die Pickaxe einsetzen, um in einen Geheimgang zu kommen. Sieht nicht so aus. Wie schaut es hier aus? Ganz viele Geräusche, ganz viel Zeugs, aber... nichts. Die Geräusche sind eher in diese Richtung. Und jetzt sind sie weg. Da ist auch nichts. Dieses andersfarbige Ding ist auch nur Zierde. Dann ist hier der Ausgang. Und dann gehen wir mal wieder hier durch. So, hier ist noch irgendwas. Hier schweben seltsam aussehende Flugtiere in der Luft. Sobald sie ihren Besuch erblicken, kommen sie näher. Die greifen jetzt bestimmt auch an. Das schwebende Tier erreicht Trier. Seine Neugier ist damit offenbar befriedigt. Es stößt erst einen seltsamen Ton aus und fliegt anschließend weiter. Diese Tiere sind harmlos, sind Pflanzenfresser. Sie erzeugen ein Leuchtgas, mit dessen Hilfe sie schweben. Okay, natürlich wusste ich das. Die fliegen hier halt einfach random rum und machen komische Geräusche. So, wir waren an der linken Wand, nicht wahr? Passt sogar, weil da kommen wir zum Gerümpel und dann... kriegen wir hier nochmal ein schweres Kurzschwert. Das gucken wir eben schadensmäßig an. Das hat 8 Schaden. Das ist weniger als das verzierte Schwert hier. Aber wir haben ein leichtes Kettenhemd, das wir reparieren können. So, der Waffenhändler. Deswegen hat der Waffenhändler angeboten, dass er uns etwas reparieren kann. Hier ist nichts in Sachen kaputtem... kaputter Wand, nö... Dafür ist die Wand hier Pflanzen mit Blüten bewachsen. Das ist schick. Ach, das sind... Ich wollte eigentlich auf die Übersichtskarte gehen. Hier ist eine Falle. So sieht eine Falle auf der Karte aus. Die haben wir quasi schon gesehen. Und da geht unser Licht aus. Es ist eh schon Mitternacht. Und werden direkt angegriffen. So, das sollte aber kein Problem sein. Da kann Rainer tatsächlich sich mal ausruhen. Und ich trinke nochmal was. Skrin. Ich vergesse mit den Namen der Gegner. Skrin war's. So. Und das hier ist das Vieh. Leuchten bewegliche Fangarme rangen hier aus dem Boden und versuchen etwaige Beute in Richtung des Schlundes am unteren Ende zu befördern. Eine interessante Kreatur. Beachten Sie den starken Selbstleuchteffekt der Fangarme. Es lässt sich nicht ohne weiteres sagen, ob wir hier ein Exemplar der Flora oder der Fauna dieser Welt vor uns sehen. Auf jeden Fall erscheint mir die Lebensform den Carnivoren zugehörig zu sein.
Was ihr, verehrter Rainier, in wohlklingende Worte gehüllt habt, ist wohl die Empfehlung, uns vor diesen Krallenarmen zu hüten. Ein scharfsinniger Rat, dem ich mich anschließen möchte. Also eventuell können wir... so ein Flugtier da reinlocken. Ich höre sie jetzt nur, was ist das hier eigentlich? Eine massive Pflanze. Sie fängt mit ihrer Oberfläche Wasser auf, das von der Decke tropft. Ich kann sie manipulieren. Als Drier die Pflanze berührt, geraten die Wurzeln unter ihr in Bewegung. Die Pflanze läuft weg. Huch! Okay, ja. Ich habe versprochen, mich nicht dumm zu stellen. Ich habe gerade eben überlegt, ob ich die Pflanze irgendwie in die Fangarme locken kann. Dass die Fangarme dann die Pflanze fressen. Die Mäuler, die ich meinte, waren tatsächlich nicht die Fangarme. Das heißt, die Früchte, die der uns verkauft, sind für das hier. Für diese Fangarme hier. Da. Aber das, was ich im Kopf hatte, ist tatsächlich eine ganz andere Kreatur. Kann ich nochmal manipulieren? Ja, aber dann passiert nichts. Läuft einfach weiter. Das sind schon komische Viecher hier. Ich kann hier halt den Weg versperren. Aber das war's schon. Okay, also dahinter haben wir ja schon gesehen, wenn wir noch auf die Übersichtskarte gucken, hinter der Falle ist eine Truhe. Oder, ja, geschlossene Kiste. Das heißt, wenn wir die 45 Gold haben, können wir das kaufen. Und dann können wir in die... können wir die Kiste öffnen. Aber ich glaube, dass man das bestimmt auch ohne das Gold machen kann. Hier reinlocken, aber wir können die gar nicht wirklich beeinflussen. Der läuft hier halt irgendwie random durch die Gegend. Ja. Nee. Ich gehe erstmal weiter. Linke Wand war's. Und nichts. Okay. Da ist einer von den Leuchtbüschen. Seht euch mal um. Dort, wo wir entlang gelaufen sind, fängt der Boden an zu leuchten. Faszinierend. Und ich habe die Stimme nicht gemacht. Oh, tatsächlich. Es ist natürlich Teil eines Rätsels, das ich jetzt noch nicht lösen werde, nur weil ich weiß, wie es geht. Sondern ich gehe erstmal hier weiter, wo es weitergeht. Das war... oh, okay. Das war da drüben. Da-da-da-dum. So. So. Hier? Ich weiß irgendwie nicht. Ich fühle mich irgendwie blind. Doch, hier war's. Entschuldigung, ich hau immer gegen das Mikrofon. Ich arbeite hier tatsächlich mit dem Headset. So. Wir können tatsächlich die nicht angreifen. Wir müssen immer warten, bis die uns angreifen. Also wir können in die reinlaufen mit Absicht, aber das zählt als, wir werden von denen angegriffen. Nee, kann er nicht mehr. Der magische Gegenstand, nur weil wir ihn haben, ist er da, aber... das war ein Crit. Sehr schön. So. Da hinten, also dieses Geräusch, was wir hören, das ist eben das. Ein Gegner schaltet auf uns auf und möchte uns angreifen. Ich laufe jetzt einfach in die Reihen, um den Kampf auszulösen. Und denn wenn die weg sind, dann heißt es nicht mehr, es ist zu gefährlich hier. Da können wir auch rasten. So, okay, der Angriff. Wir sind schon recht gut. Eigentlich kann Rainer umschalten auf den Nahkampf. So. Und angreifen. Ich frage mich, ob der Ring... nee, wenn ich... oh doch, ja, der macht einen Punkt Schutz. Dann ziehen wir doch an. Und Dreher hat Stufe 7 erreicht. Das erhöht natürlich alles auch die maximalen Punkte. Und hier sind die Münder, die ich meinte. Nach unten. Und zwar kann ich hier sagen...
Gegenstand benutzen, Fleisch, und Drill wirft ein Stück Fleisch in den hungrigen Rachen. Sofort zeigt sich eine Wirkung. Offenbar gesättigt, schließt sich das riesige Maul. Das sind jetzt die, die ich meinte. Und der in Yirina, der uns die Früchte verkauft, der meinte das andere Vieh. So,